Südkoreanische Fleischer in den Ausbildungswerkstätten für Fleischer im Zentrum für Ernährung und Gesundheit der Handwerkskammer Koblenz. Im Zuge einer nicht alltäglichen Zusammenarbeit im Vorfeld der internationalen Fleischerei-Fachausstellung in Frankfurt am Main wurden deutsche Bratwürste nach asiatischem Rezept zubereitet. Für die weltgrößte Fachausstellung in Frankfurt produzierten die Fleischer aus Südkorea mit Unterstützung der Handwerkskammer Koblenz frische Wurstwaren, die sie dem internationalen Publikum in der Main-Metropole präsentierten. Dabei fanden die Spezialbratwürste schnell ihre Fans und überzeugten auch die Jurys, die gleich 12 Preise an die Fleischer aus Südkorea verliehen und damit auch dem deutschen Partner in Koblenz. Aus ihrer Heimatstadt Hongcheon City, 70 Kilometer von der Grenze zwischen Nord- und Südkorea entfernt und 60 Kilometer westlich der Hauptstadt Seoul gelegen, nahmen die 8 Fleischer einen weiten Weg auf sich, um sich ihr Handwerk und auch die südkoreanische Art und Weise, Wurst herzustellen, auf dem europäischen Kontinent zu präsentieren. Für die asiatischen Experten, darunter einer sogar mit deutschem Meisterbrief, ist Deutschland quasi die Wiege guter Wurstkultur. Wir haben die Wurstherstellung grundsätzlich von Deutschland gelernt und setzen auch deutsche Technik ein. Die Rezepturen haben wir südkoreanischen Ansprüchen angepasst und setzen bevorzugt unsere Gewürze ein. Im Umgang mit den Maschinen zeigten sich die Gäste geübt, was kaum verwundert, denn sie produzieren im Heimatunternehmen in Hongcheon City nach deutschem Standard. Wir arbeiten in Südkorea mit den Anlagen, die es auch hier in Deutschland gibt, und sind den Umgang gewohnt. Zum deutschen Standard zählen auch die hygienischen Vorgaben in der Produktion, an denen wir uns orientieren und die für uns Vorbild sind. In die Zusammenarbeit brachten sich so Fleischermeister und Ausbilder Manfred Altmaier, ein südkoreanischer Fleischer mit deutschem Meisterbrief und die Berufskollegen aus Fernost ein. Doch nicht nur handwerklich tauschte man sich aus und arbeitete zusammen. Auch die aktuelle politische Situation zwischen Süd- und Nordkorea spielte eine Rolle in den Gesprächen. Und die Gäste erläuterten die Sicherheitslage aus ihrer Sicht. Wir verfolgen die Nachrichten, sehen aber keine akute Gefahr. Das Alltagsleben geht weiter. Für uns jetzt hier in Deutschland. Die Aus- und Weiterbildungswerkstätten der Handwerkskammer Koblenz als fachliches Forum im Sinne internationaler Zusammenarbeit. Ein sicherlich nicht alltägliches Projekt. Doch für Fleischer aus Deutschland und Südkorea war die gemeinsame Arbeit ein interessantes Kapitel, das am Ende von großem Erfolg gekrönt wurde. Das steht Christian Wolf, ebenfalls eingebunden in eine deutsch-asiatische Zusammenarbeit, erst noch bevor. Denn der 21-jährige Lehrling aus dem Weißenturmer Autohaus Noren und Hoffmann ist auf dem Weg Richtung Nürburgring zu einem der größten Rennsports-Events der Welt. Und das als Aktiver. Christian hat bei einem Preisausschreiben des Deutschen Handwerksblatt teilgenommen und prompt gewonnen. Sein Preis? Er ist Mitglied einer deutsch-japanischen Boxencrew beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring am kommenden Wochenende. Sein Team schickt einen Nissan 370Z ins Rennen. Dabei geben sich die Asiaten gewohnt zurückhaltend und haben an ihre Mannschaft als Ziel ausgegeben. Wir sollen auf jeden Fall ins Ziel kommen, aber Rundenzeiten sind erstmal egal. Hauptsache wir kommen am Ende gut ins Ziel und der Spaß liegt im Vordergrund. Auf den Kfz-Lehrling wartet nun ein großes Abenteuer, denn für ihn ist es das erste Mal, dass er bei einem 24-Stunden-Klassiker in der Eifel dabei ist. Im Zuge der Vorbereitung hat Nissan für die Gewinner des Preisausschreibens ein Probetraining in der Boxengasse durchgeführt und allen Teammitgliedern erläutert, welche Aufgaben auf sie zukommen. Jetzt erstmal dann Räderwechsel und dann wechseln wir auch noch durch die verschiedenen Aufgaben, zum Beispiel tanken, den Fahrer an- und abschnallen und Scheibe putzen, verschiedene Sachen halt. Und auch die mentale Vorbereitung spielt für den jungen Kfz-Fachmann eine Rolle. Denn über 24 Stunden muss jeder Handgriff sitzen, gilt es einmal rund um die Uhr fit zu sein und fehlerfrei das Rennfahrzeug abzufertigen. Vorschlafen bringt überhaupt nichts. Ich denke, ich werde mich mit sehr viel Energy Drinks durch den Tag bringen müssen. Und ja, mal sehen, was auf mich zukommt. Ob das große Ziel, ins Ziel zu kommen, für Christian Wolf und sein Nissan-Team schließlich erreicht werden kann, verraten wir in der kommenden Ausgabe von HWK TV.
Dann steht auch fest, ob Favorit Mantai Racing einen seiner Porsche als erstes über die Ziellinie bringen kann. Denn auch das Meusparter Rennteam und Mitglied der Handwerkskammer Koblenz startet beim Eifel-Klassiker. Und das als Seriensieger der vergangenen Jahre und einer der heißesten Anwärter auf den obersten Podiumsplatz. Die Mannschaft um Teamchef Olaf Mantai bereitet ihren Einsatz konzentriert und bis ins letzte Detail durchorganisiert in der Werkhalle vis-à-vis der Nordschleife vor. Um Motoren, Radwechsel und Stromkreisläufe am Auto geht es auch hier in der Kfz-Ausbildungswerkstatt der Handwerkskammer Koblenz. Kinder und Jugendliche, die über ein Projekt der Kreuznacher Diakonie Kirn an Technik und Berufsfindung herangeführt werden, dürfen selber mal anpacken und einen Blick hinter die Technikkulissen werfen. Angefangen vom Reifenwechsel über die Elektrik bis hin zur Motorkunde bietet sich bei der Handwerkskammer Koblenz die Möglichkeit, Erfahrungen aus erster Hand zu sammeln. Das Projekt Technik unserer Zeit führte die Teilnehmer bereits ins Technikmuseum nach Speyer oder die Mercedes-Produktion in Sindelfingen. Nun stehen sie dort, wo normalerweise Lehrlinge im Rahmen der überbetrieblichen Lehrlingsunterweisung ausgebildet werden oder sich Meisterschüler auf ihre Prüfung vorbereiten. Dabei werden auch anspruchsvolle Aufgaben wie das Wechseln eines Zahnriemens gelöst. Der 15-jährige Marco erzählt, was er an diesem Nachmittag in der Werkstatt erlebte. Wir haben gerade eben den Motor auseinandergebaut so ein bisschen. Und davor hatten wir mit dem Schaltkreis gearbeitet und geguckt, wie so das Licht im Auto funktioniert und sowas. Ja, und am Anfang hatten wir halt noch ein Rad abgebaut. Berufsfindung mit praktischem Bezug. Das bieten auch die zahlreichen Praktikumsplätze in Handwerksbetrieben, die auf eine Ausbildung vorbereiten. Informationen dazu gibt die Handwerkskammer Koblenz im Internet unter hwk-koblenz.de in der Rubrik Praktikumsbörse. Hier gibt es auch eine Übersicht über freie Ausbildungsplätze im Handwerk.